Und damit herzlich willkommen zurück hier im Pokémon Center von Fuchsania City, von wo aus wir heute uns die zwei letzten geheimen Techniken besorgen werden und dann zu Zapdos rüber surfen werden. So ist jedenfalls der Plan heute bei mir. So ist der Plan. Hey du besitzt nicht zufällig einen Knogger vom Typ Boden, oder? Wenn doch, würdest du es dann vielleicht gegen meinen Knogger tauschen? Ich habe leider keinen Knogger. Na, ich kann dich ja wohl kaum zwingen. Oh, das wäre eigentlich ja nicht übel, wenn wir jetzt ja einen Knogger hätten. Ist dann ja sowieso gegen das andere Knogger hier tauschen würden. Und dann einen Alola-Knogger hätten. Wer alle Karten bloß auf ein einzelnes starkes Pokémon setzt, wird nie ein guter Trainer. Andererseits ziemlich anstrengend, mehrere Pokémon ausgeglichen zu trainieren. Ja, am Ende geht's ja überhaupt nicht so gut. So, die geheime Technik Surfer, die will ich mir jetzt schon mal besorgen. Oh, nee. Ha, jetzt haben wir extra den Go-Park besucht, weil es hieß, dort würden wir haufenweise seltene Pokémon finden. Vielleicht hätten wir uns vorher über diese Sache mit der App und der Verbindung schlau machen sollen. Jedenfalls gut, dass wir von da abgehauen sind. Diese ganze neuartige Technik macht mir Angst. Miauz! Ha, hier muss es doch irgendwas geben, das sich in Zaster verwandeln lässt. Gadung, ouch! Was ist denn das für ein verflixt hartes Ding? Mein armer Fuß. Oh, das ist doch bestimmt ein Schatz oder so. Lass uns das Teil ausgraben. Also das kommt unerwartet. Früher waren Jesse und James hier nicht in Fuchsania City anzutreffen. Hau ruck, hau ruck! Unfassbar, du hast recht. Ein golden glänzender Schatz. Moment mal. Igitt, was ist denn das? Ein goldenes Gebiss? Ein Gebiss? Zeig mal, das kann doch gar nicht... Du hast recht, da kann es noch so funkeln und aus Gold sein. Das ist doch widerlich, bah! Ach, was der Knirps? Was schleichst du hier rum? Warte, antworte nicht. Ist mir nämlich egal. Nimm lieber das hier, geht aufs Haus. Goldenes Gebiss erhalten. Ja, danke. Ist das nicht nett von uns? Und jetzt lass uns reden, wir sind nämlich beschäftigt. Ganz genau, wir haben super viel zu tun. Außerdem will ich mir die Hände waschen. Los, kratzen wir die Kurve. Ja, sowas muss doch irgendwie gemacht werden hier. Denn es ist ja so, hier in Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli, da gibt es ja die Safari-Zone nicht mehr. Da gibt es ja, wie schon erwähnt, den Go-Park. Und eigentlich gab es hier mal eine Hütte mit einem Surfer. Also muss es ja wirklich der Lapras-Trainer sein. Oder besser gesagt, der Surfer da, der Surfer-Dude da beim Lapras. Ja, so muss es sein, so muss es sein. Und ja, die Sache mit dem goldenen Gebiss wurde jetzt hier so gemacht, weil, wie schon erwähnt, es gibt jetzt hier den Go-Park. Den kann man ja bloß betreten oder so Pokémon von dort kriegen, wenn man ja Pokémon Go irgendwie damit verbindet. Naja, oder so ähnlich. Also mussten die Sache mit dem Gebiss irgendwie anders machen. Denn das Gebiss an sich hat man ja immer, glaube ich, in der Safari-Zone auch gefunden. Außerdem hat man in der Safari-Zone ja auch die VM-Surfer ansonsten immer gehabt. So, Top-Lock-Parfüm. Ja, das kaufen wir uns auch mal ein. Jo, das kaufen wir uns mal ein. Ich bin nämlich mal gespannt, was wir so im Kraftwerk finden können. Aber jetzt als allererstes hole ich mir natürlich da mal die geheime Technik Stärke. Wird ja sicherlich hier jetzt irgendwie anders heißen. Aber ja, es ist und bleibt Stärke. So, also mal kurz schnell abbiegen zu diesem Haus hier. Oder es war das andere. Ja, es ist das Richtige. Du hast dem Direktor das goldene Gebiss überreicht. So, hier bitte. Der Direktor hat das Gebiss hastig eingesetzt. Pfui, der ganze Sand knirscht so eklig zwischen den Zähnen. Aber sei's drum. Danke, du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Niemand hat auch nur ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe. So peinlich war mir das Ganze, dass ich mich nicht mehr auf die Arbeit getraut habe. Hier, nimm das für deine Mühen. Aha, Safari-Set vom Direktor. Und weil du es bist, bringt dir obendrein noch etwas Nützliches bei. Und zwar die geheime Technik Wuchtstoß. Ja. Was sagt man dazu?
Sieht aus, als würde ein Pokémon die Technik am liebsten gleich selbst erlernen wollen. Ja, ja. Pikachu, das Schweizer Pokémon-Taschenmesser. Naja, für mich ist das gerupft wie gesprungen. Dann bringe ich sie eben dein Pokémon bei. Yo, yo. Seid ihr soweit? Gut. Man stößt doch manchmal an Orten wie Höhlen auf große Blöcke wie diese hier, stimmt's? Naja, ich bisher noch überhaupt nicht. Jetzt haltet euch fest! Mit ausreichend Wucht ist es nämlich möglich, sie zu verschieben. Der Trick an der Sache ist dieser. Einfach die Zähne ganz fest zusammenbeißen und dann mit aller Kraft schieben. Yo, Shikara kann Wuchtstoß. 1000 Sasser Pikachu. Ja, ist denn das zu fassen? Dein Pokémon hat Wuchtstoß gleich auf Anhieb erlernt. Er ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Gut, gut, Pikachu. Gut, gut, dann wollen wir es doch mal ausprobieren. So, Wuchtstoß, einsetzen. Bam. Es kann jetzt schwere Blöcke verschieben. Wow. Dickter? Wie? Du hältst ein Nugget von Dickter. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Nee, 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 ein Nugget von Dickter. Na, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ist ja ein ganz kleines Gedicht. Ah ja, und alle Angler, die hier früher mal waren, die sind jetzt einfach draußen aus dem Haus vertrieben worden. Ja, ja. In Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli sind dann ganz einfach die Angler-Geschichte. Anglerei ist hier Geschichte. Eine Geschichte aus längst vergangenen Tagen. Wir könnten jetzt auch hier mal kurz uns weiter umsehen. Doch das will ich noch nicht machen. Vielleicht irgendwann mal später. Aber heute ja noch nicht. Heute ja noch nicht. Ach, warte mal, wir haben jetzt das Safari-Set. Das könnten wir doch mal benutzen. So, Klamottenkoffer. Outfit für Phantom Heart. Kopfbedeckung. Safari-Kappe. Naja, nicht unbedingt sehr gut. Safari-Oberteil. Okay. Eigentlich wäre das Rocket-Oberteil auch nicht so übel gewesen. Ach, warum nicht das Rocket-Oberteil? Gott. Hosen. Rocket-Shorts, Safari-Shorts. Ach, was soll's. Wir sind heute mal komplett in Schwarz gekleidet. Gut, gut, gut. Ah, warte mal. Ja, wenn wir eigentlich ja hier schon mal so weit sind. Okay. Okay, wir sind jetzt Ehrenmitglieder von Team Rocket. Eigentlich keine Sache, die man gerne sein würde, aber hey. Ja, was ist jetzt los? Ja, Fleck. Aha. Kanga! Also, Pikachu scheint es hier zu gefallen. Das ist dann also vielleicht schon mal das Vorzimmer des Go-Parks. Aber so wie es aussieht, muss Pikachu mal wieder ein bisschen an seiner Fitness arbeiten. Tau! Ja, so viele verschiedene Pokémon hier. Anton! Hä? Ja, ja, das hat... Pikachu hat jetzt Anton nicht verstanden. Ist ein fremdsprachiges Anton gewesen. Pika, Pika! Boah, nicht übel. Aber wir sind jetzt hier wegen dem Typen hier. Oh, yo! Mein Lapras mag schon in Jahre gekommen sein. Es bezaubert mich aber wie eh und je, Bro. Weißt du, früher bin ich zusammen mit ihm über die Wellen geritten und zu neuen Horizonten aufgebrochen. Yo! La! Aber mittlerweile kann Lapras nicht mehr so gut schwimmen. Da habe ich mich entschlossen, das Surfbrett an den Nagel zu hängen und hier bei meinem alten Freund zu bleiben, yo. Ach ja, danke, dass du mir zugehört hast. Im Gegenzug könnte ich dir beibringen, wie du die geheime Technik Wellensport einsetzt. Damit kannst du über das Wasser flitzen, yo. Yo, Bro, das machen wir doch gerne. Pika, Pika. Ha, dein kleines Pikachu möchte sie wohl auch lernen. Was für ein Surfer, Bro. Dabei ist gar kein Wasser-Pokémon, ob das gut geht? Ja, Pikachu sagt ja. Dieser Blick in seinen Augen erinnert mich sehr an meinen Lapras. Solch eine Kraft, solch eine Surferanmut. Na gut, du hast mich überzeugt. Pass gut auf.
Oh yeah, also der Trick ist, auf dem Wasser die Balance zu halten. Dafür müsst du deinen Schwerpunkt nach unten verlagern und deinen Oberkörper stabil halten, yo bro. Aha. Pikachu ist ein Naturtalent. Gut, die geheime Technik Wellensport wurde erlernt. Wow, das hast du ganz hervorragend gemacht, Bro. Hier, mein Surfbrett gebe ich dir auch noch. Danke. Reite zusammen über die Wellen und brech zu neuen Horizonten auf, Bro. Den Wellen entgegen. Nicht übel, nicht übel. Ach ja, ach ja. So ist es doch wirklich sehr wunderbar. Also, gibt es hier noch was? Der Direktor wird von allen hier nur Direktor Fleckmon genannt. Tja, er hat nun mal den gleichen ausdruckslosen Blick im Gesicht wie ein besagtes Pokémon. Aha. Wunderbar das Ganze hier. Seit Direktor Fleckmon neulich angeln war, faselt er nur noch wirres Zeug. Ob das wohl am Alter liegt? Nein, das lag eher daran, dass er keine Zähne drin hatte. Ja, sieht schon sehr gut hier drin aus, aber... Naja. Direktor Fleckmon weiß eine ganze Menge über Pokémon. Er besitzt sogar Fossilien ausgestorbener urzeitlicher Pokémon, die ich noch nie gesehen habe. Aha. Ich muss schon sagen. Also dieses Rocket-Shirt sieht eigentlich ja viel besser aus als das formelle Shirt. Gut, gut, gut. Wir könnten zwar eigentlich nochmal in das Go-Gebäude hier reingehen, aber eigentlich ist das Ganze hier unnötig. Wir haben ja sowieso ja nicht die App Pokémon Go. Also, naja. Willkommen im Go-Park. Was möchtest du tun? Tja, Erklärung anhören. Worüber möchtest du mehr erfahren? Die Spielwiese. Wenn sich 25 Pokémon derselben Art im Go-Park befinden, kannst du mit ihnen auf der Spielwiese spielen. Führe alle Pokémon innerhalb des Zeitlimits nach oben zum Ziel und nimm dich dabei vor störenden Pokémon acht, die aus dem Boden kommen. Wenn du die Spielwiese verlassen möchtest, drücke den X-Knopf. Ja, der Go-Park ist eigentlich wirklich sehr unnötig für uns. Denn wie schon gesagt, wir haben ja nicht na Pokémon Go. Ich frage mich, ob Erik verstanden hat, dass aus uns beiden nichts wird. Nachdem ich ihm einen Apfel erteilt habe, ist er freudenstrahlend davongeschlendert, merkwürdig. Er steht auf Schmerzen. So kann man sagen. Tja, aber wir brauchen wirklich nicht weiter hier herumzudaddeln. Nee. Der Go-Park ist wirklich bloß für solche Leute, die auch Pokémon Go die App haben. Fürs Handy. Tja, für mich eher nicht. Wir spielen auf die traditionelle Art und Weise Pokémon. Ah, Shikara sieht aus, als würde es jeden Moment losrennen wollen. Okay, wie wäre es allerdings mit los surfen oder erstmal losfliegen? Denn wir kümmern uns hier heute um das Kraftwerk. Warte mal, wir können nicht in Richtung Felstunnel hinfliegen. Ey, was ist das denn jetzt? Das ist wirklich übel, es gibt dort ein Pokémon-Center und wir dürfen nicht dahin fliegen. Ah, na gut. Azuria City. Von dort aus gehen wir also hin zum Pokémon Center des Kraftwerks und danach dann erstmal zu Zapdos. Zapdos, Zapdos, ja, wir holen dich jetzt gleich. Zapdos, Zapdos, das finden wir ja genial. Und damit das ein bisschen schneller geht, los geht es, Natsu, flieg uns zum Kraftwerk hin. Obwohl, das wäre eigentlich ja total falsch. Ja, das wäre eigentlich total falsch, wenn wir mit Glurak zum Kraftwerk hinfliegen würden. Wir müssen ja schon wirklich den Surferangriff benutzen. Okay, das war wieder falsch. Also den Wellensport müssen wir benutzen. Aber das Ganze wird jetzt hier ein bisschen blöd, wie es aussieht. Ah, die gleiche Sache wie damals mit Onix. So kommt man natürlich nicht schnell voran. Überhaupt nicht schnell voran. Kommen wir hier? Überhaupt nicht. Ah, und wir dürfen auch noch nicht mal hier rüber fliegen. Na gut. Dann ist jetzt der große Augenblick für unsere Seekönigin kommen. So. Ah, die geheime Technik Wellensport können wir ab jetzt benutzen. Und gab es hier nicht mal einen Krabi? Sicherlich gab es hier einen Krabi, aber das haben wir jetzt nicht gesehen hier. Oder es kommt jetzt nicht raus. Na, was soll's? Wellensport, Wellensport.
Wir reiten auf Garados. Wir schwimmen um die Ecke. Ganz schön schnell von Ort zu Ort. Wir schwimmen und sind beim Kraftwerk angekommen. So, und diesen einen Cosplayer, ja, den bekämpfen wir jetzt nicht. Wir hätten allerdings dieses Tantara fahren können. Naja, Donnerstein. Ja, nett. Wenn man Geld sparen will, dann kann man hier den Donnerstein holen. So, Kraftwerk. Jo, hallo, Kraftwerk. Ah, wilde Magnetilos. Und was sagt Pikachu zu der ganzen Sache hier? Ah, Pikachu gefällt es ja nicht. Chikara fühlt die Spannung in der Luft und wirkt ziemlich eingeschüchtert. Ja, ja, viele Elektro-Pokémon hier. Da können wir doch dann doch einmal das Top-Lock-Parfüm benutzen. Wollen wir doch mal sehen, was wir denn gleich hier kriegen. Als allererstes natürlich ja ein Magnetilo. Mein winziges Magnetilo. Ja, das sollen wir natürlich versuchen, mit einem Superball zu fangen. Mit einem Superball wollen wir es großartig einfangen. 1, 2, 3. Und es hat nicht geklappt. Ja, wie sollte es auch sonst sein? Irgendwie klappen die meisten Fänge überhaupt nicht so gut. Aber das war jetzt wunderbar. Magnetilo wurde gefangen. Wunderbar. Ah, Gripsbonbon plus plus. Ist allerdings ja bloß etwas, naja, für Pokémon über ab Level 60. Oh, verdammt, das war zu schnell. Das war jetzt zu schnell. Ah, ein Voltoball. Und ein Top-Beleber. Naja, aber ein Voltoball werden wir gleich hier um die Ecke sicherlich auch noch irgendwo sehen können. Was, eine Trainerin? Okay, und ein Teleporter hier drin. Das ist ungewöhnlich. Eigentlich gab es hier drin keine Trainer. Und Teleporter gab es hier eigentlich auch noch nie. Naja, vielleicht können wir von dort aus gesehen wieder rausgehen. Ja, könnte auf jeden Fall so sein. Es könnte so sein, dass wir von dort aus gesehen von Zapdos wegkommen können. Ah, verdammt nochmal. Okay, wieder mal ein großartiger Wurf. Nicht fabelhaft, aber großartig. Okay. Voltoball wurde gefangen. Ein neuer Eintrag ins Pokédex. So. Voltoball. Das Ball-Pokémon. Man sagt, es tarnt sich als Pokéball, um sie zu schützen. Allerdings zerstört es sich schon bei der kleinsten äußeren Einwirkung selbst. Ja, nicht gerade so gut. So, aber nun zu dir. Unter den Trainer-Coaches steht das Kraftwerk auf Rang 2 der Orte, dem er auf keinen Fall zugeteilt werden möchte. Mir ist es egal, wohin ich eingeteilt werde. Ich mache meinen Job immer gut. Soll ich dir das mal demonstrieren? Jo. Ach ja, die Freuden meiner Arbeit. Los geht's. Naja, sehr freudig hört sich das jetzt nicht an, muss ich zugestehen. Aber gut. Was tut man nicht alles auf den Weg? Amoroso. Okay, es ist ein Gestein-Wasser-Pokémon. Das könnte jetzt ein bisschen übel werden. Für King, aber... Hey, wir versuchen das mal. Schlagbohrer! Einsetzen! Los geht's! Ja, das war ja schon mal nicht übel. Ganz und gar nicht übel. Aber die Hydropumpe? Ja, die war übel. Warte mal. Volltreffer auch noch. Okay. Das war übel. Aber das Level ist eigentlich ja nicht allzu hoch, muss ich sagen. Mal sehen. Ne, das könnte nicht funktionieren. Versuchen wir es mal mit Toddy. Obwohl, das könnte jetzt eine dämliche Idee gewesen sein. Ja, es war jetzt eine dämliche Idee. Dieser Trainer-Coach? Die weiß, wie man kämpft. Und das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Es sieht so aus, als würde Amoroso mit offenen Augen schlafen. Wie manche Leute das hinkriegen? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich möchte das eigentlich auch am liebsten nicht wissen. So. So, gut. Gut. Wir haben es wieder mal geschafft.
Gut, gut, gut. Das macht mal wieder Mut. Als nächstes kommt Kabutops. Wieder Wassergestein. Okay, Shikara. Ich denke mal, du kannst jetzt in deinem Rocket-Gewand ein bisschen besser kämpfen. So. Ein bisschen komisch, ja. Pikachu im Rocket-Outfit. Aber was soll's, was soll's. Es gibt Schlimmeres. So, Britzel Turbo. Voltackle Junior. Wow. Also, diese Attacke ist wirklich ein bisschen zu overpowered. Aber gut. Ah, wartet mal. Kriegen wir hier vielleicht den Angriff Steinhagel? Das wäre dann eigentlich ja nicht übel. Wenn es so wäre. So, und was kommt gleich noch hier hinzu? Ich will mal hoffen, Aerodactyl. Wenn sie jetzt ja schon solche urzeitlichen Pokémon bei sich hat. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Aerodactyl. Ich hab's doch gewusst. Fluggestein-Pokémon. Wäre jetzt allerdings etwas für unsere Seekönigin gewesen, aber... Ey, was soll's? Voltackle Junior haut auch so wieder rein. Genial. Und ja, Steinhagel, das hiesen Angriff werden wir hier kriegen. Das ist jetzt mehr als offensichtlich, sage ich euch. Mehr als offensichtlich. Und das surfen wir noch einmal auf der Welle des Erfolgs. Adios, Aerodactyl. Adios. Gut. Das war schon mal nach längerer Zeit mal wieder was anspruchsvoller. Level 41, Wutanfall. Okay, irgendwas anderes hatten wir doch hier auch mal. Drachenrute. Ja, die Drachenrute kommt weg. Der Wutanfall ist nicht zu verachten. Gut. Gute Arbeit, das gilt für uns beide. Ja, das gilt für uns beide. Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn du mit meiner Arbeit zufrieden bist. Hier, ich habe noch was für dich. Sonderbonbons. Also, damit habe ich nicht gerechnet. So ein Sonderbonbon leistet auch richtig gute Arbeit. Ja, das ist nicht übel. Einige meiner Pokémon sind ja ein bisschen unterlevelt. Die könnte ich dann theoretisch benutzen jetzt. Könnte ich benutzen. Könnte ich benutzen. Daraus ziehe ich dann gleich einen Nutzen. Ja, ich ziehe daraus auch wirklich gleich mal einen Nutzen. Erst einmal regeneriere ich natürlich mal die Lebenspunkte meiner Pokémon. Eins nacheinander. Gut. Und dann benutze ich natürlich gleich mal die Sonderbonbons. 6 Stück habe ich. Also erst einmal natürlich ja für die Seekönigin. Gut. Noch einmal. Gut. Dann natürlich gleich für Toad. Versuch Kreuzschere zu erlernen. Ja, das ist ja sehr gut. Kreuzschere ist ja noch ein Käferangriff. Da kommt dann gleich der Schlitzer weg. Gut. Gut, gut, gut. Kreuzschere erlernt. Wir haben jetzt noch 3 weitere Bonbons. Tja, Shikara ist an sich ja schon ein bisschen overpowered. Also nochmal für Toad. Dann für unsere Seekönigin. Und zu guter Letzt für Baku. Gott. Ja, jetzt sieht das Ganze schon mal ein bisschen besser aus. Ein bisschen besser sieht das Ganze aus. Aber ich hätte wirklich zu gerne... Ups, das war ein Magnetilo zu viel jetzt. Aber gut, so können wir es nochmal versuchen. Ein weiteres Magnetilo zu fangen. Aber, oh, verdammt nochmal. Okay, das war knapp, das war knapp. Aber wir kriegen es trotzdem. Das ist gewiss. So wie wir im letzten Part Koga, den Ninja-Meister. Okay, ich will hoffen, das würde... Ich will hoffen, das passiert nun nicht bei... Ja, Zapdos. Sind das jetzt nun wirklich richtige Pokebälle? Okay, es sind richtige Pokebälle. Ich hatte schon gedacht, dass es ein... Naja, getarntes... Warte mal, das ist ein getarntes Pokémon. Das ist ein Elektroball. Ja, das ist ein getarntes Pokémon. Karwurm. Ein wildes Elektroball erscheint. Warte mal, wir... Das ist ungewöhnlich. Um dieses Elektroball zu fangen, müssen wir es erst besiegen. Okay, Schlagbohrer, einsetzen.
Das ist wirklich jetzt ungewöhnlich. Na gut. Na gut, na gut. Was? Wie kann die Attacke Elektroball verfehlen? Das ist doch ein bisschen unwahrscheinlich gewesen. Aber gut. So oder so. Mein Hauptziel ist ja heute Zapdos. Gut. Gut gemacht, gut gemacht. Jetzt können wir Elektroball fangen. Elektroball, Elektroball. Das ist unsere Chance. Ah, ein großartiger Wurf. Aber mit dem Superball werden wir jetzt nicht sehr viel weit kommen. Na, ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst. Mit dem Superball kommen wir jetzt nicht mehr allzu weit. Aber wir müssen ja die Superbälle ja auch nochmal. Na. Oh, verdammt mal. Da hüpfte es doch jetzt ein bisschen zu weit. Aber ja, die Superbälle müssen wir auch mal aufbrauchen. Eigentlich ja auch noch die Pokebälle. Aber, ach, was soll's. Wir benutzen jetzt mal den Hyperball. Ja. Oh, verdammt nochmal. Okay. Ein großartiger Wurf mit dem Hyperball. Aber auch wirklich blöd, dass wir nicht allzu viele Bären finden. Aber hey, Elektroball haben wir so oder so gefangen. Und das macht uns froh. 722 Erfahrungspunkte. Jetzt ist Shikara auch auf Level 44. Das ist doch gut. Einfach gut. Und ich denke mal, wir kümmern uns jetzt mal wirklich um Zapdos. Er speichert elektrische Energie in seinen Körper. Schon die geringste Erschütterung lässt es explodieren. Elektroball, das Ball-Pokémon. Jo. Also los geht's. Ja, Elektroball kann man wirklich ganz gut hier von normalen Pokébällen unterscheiden. Es würde allerdings schon ein bisschen schwieriger sein, wenn wir hier auf Voltoball wild treffen könnten. Aber hey, das wird nicht geschehen. Ah, Spezialverteidigung. Nicht gerade das, was wir hier brauchen. Okay, ein Magnetilo. Brauchen wir jetzt auch nicht hier. Ein wildes Elektroball. Ja, warum nicht? Es ist winzig, aber trotzdem. Hey. Gebe mir deine Erfahrungspunkte. Gebe sie mir. 1, 2, 3. Mist. Bist du Ballerballer oder was? Okay, einfach fabelhaft dieser Wurf. Mehr Erfahrungspunkte wollen wir ja haben. Okay, liebe Leute von heute. Wir ergreifen die Flucht. Wir ergreifen die Flucht. Wie schon gesagt, Zapdos. Ah, sieh mal, Slimer gibt es da drüben auch. Und ein weiteres Sonderbonbon haben wir jetzt hier. Aber wie schon gesagt, Zapdos ist... Oh, ein Slimog. Das wäre eigentlich auch sehr nett zu fangen. Aber ja, mein heutiges Ziel ist Zapdos. Also los. Hä? Es hüpft. Okay, mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein hüpfendes Slimog. Aber gut, 1, 2, 3. Oh, natürlich. Okay, vorwärts. Großartiger Wurf. 1, 2, 3. Gut. Slimog wurde gefangen. Und 3 Stärkebonbons haben wir erhalten. Gut. Menschenskinder, dieser Bereich könnte vielleicht gut sein, um ein bisschen zu leveln. Sein fürchterlicher Gestank kann zu Ohnmacht führen. Da seine Nase so verkrümmert ist, kann er es selbst nichts mehr riechen. Eigentlich sieht so aus, als hätte Slimog überhaupt keine Nase. Aber hey, wer will sich denn jetzt über solche Kleinigkeiten aufhalten? So. Weiter geht's, wir machen uns auf zu Zapdos. Ah, das Parfüm wirkt nicht mehr. Okay, dann sprühen wir uns nochmal damit ein. Nochmal sprühen wir uns damit ein. Das finden wir ja sehr fein. Und da drüben müssten wir doch gleich Zapdos kriegen. Oh yeah, Zapdos. Er schwebt da in der Gegend herum. Also speichern wir mal kurz. Gut. Mal kurz gespeichert. Und, oh, sieh mal an. Schon so spät heute? Na, was soll's. Hallo, Zabi Zapdos. Wie geht es, altes Haus? Wir haben uns lange ja nicht mehr gesehen. Ist schon ein paar Wochen her. Ah, Zapdos will kämpfen.
Und gut, dass wir King an erster Stelle haben. Mehrere Statuswerte von Zapdos wurden erhöht. Okay. Wie schon gesagt, es ist gut, dass wir King an erster Stelle haben. Aber es ist blöd, dass der Schlagbohrer nicht funktionieren tut. Okay. Na? Bohrschnabel ist ja... doch ein bisschen heftig. Aber wir haben die Vergiftung draußen. Innerhalb von 4 Minuten müssten wir es also besiegen können. Gut. Dann benutzen wir erstmal den... meinen Beutel hier und benutzen den Hypertrank. Gut. Gut, gut, gut. King ist wirklich unsere Sieggarantie. Hier gegen Zapdos, das Herrscher-Pokémon, das mehrere seiner Statuswerte erhöht hat. Okay. Wisst ihr, wir könnten auch das Ganze ein bisschen, naja, ausdauern, wie das so schön heißt. Immer schön weiter Hypertränke einsetzen. Darauf abwarten, dass Zapdos durch das Gift erledigt wird. Und ja, innerhalb von 4 Minuten, ja, müsste Zapdos erledigt sein. Ja, das Gift wird ja... obwohl, nein, es ist ja kein Toxin. Verdammt nochmal. Da müssen wir was anderes jetzt ausprobieren. Das Blöde ist, es geht ja gleich immer weiter auf Bohrschnabel. Okay, King wurde schon mal besiegt. Das war nicht gut. Das war schon mal überhaupt nicht gut. So, nächstes Pokémon. Natsu, versuch du es mal. Ja, clever. Das war jetzt wirklich sehr clever von mir. Ein Feuerflug-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon einzusetzen. Ja, das war wirklich clever. Ja, das war wirklich sehr clever von mir, muss ich sagen. Gegen ein Elektro-Pokémon ein Flug-Pokémon einzusetzen. Na, wir können wirklich zum Glück sagen, dass das Gift schon fast Zapdos erledigt hat. Gut. Ich frage mich eigentlich, ob unsere Siegchancen ein bisschen geschmälert werden, wenn wir ja nicht... naja... wenn wir ja keine so großartige Zeit haben. Okay. Zapdos, bist du jetzt langsam mal erledigt? Nein? Okay, dann müssen wir so oder so mal versuchen, Plättersurfer einzusetzen. Okay, Chikara ist doch noch schneller als ein Zapdos. Wer hätte das erwartet? Ich eigentlich nicht. Also gut, Zapdos. Das ist deine Chance, Zapdos zu fangen. Okay, wir haben hier immerhin die silberne Sananabeere. Aber wird die Chance beim erfolgreichen Fallversuch ein Item zu halten erhöht. Okay. Los geht es. Und los geht's. Verdammt nochmal. 1, 2, 3. Oh, verdammt nochmal. Okay, Beutel. Nananabeere. Gott. Vorwärts. Lass dich einfangen durch den Hyperball. Und wehe, du fliehst. Das muss ja jetzt nun wirklich nicht sein. Hallo. Hallo, bleibst du mal still? Komm schon, Hyperball. Zeig, was du... oh, nee. Zeig, was du kannst. Mist! Das war wieder ein bisschen zu hoch. Das wird einfach kein fabelhafter oder großartiger oder toller Wurf. Wieso hab ich jetzt das ungute Gefühl, es flieht gleich? Und wenn es flieht, was für eine Chance haben wir dann? Okay. Okay. Okay, dieser Wurf war jetzt schon mal großartig. 1, 2, 3. Oh nein. Oh, komm schon. Verdammt. Komm schon. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Komm schon. Pokéball, los. Oh, verdammt, mal gegen mein Mikro geschlagen. 1, 2. Was? Fast hätte es geklappt. In was für ein Universum?
Oh. Bleibe still! 1, 2. Sag mal, ist das jetzt euer Ernst? Okay, noch ein großartiger Wurf. 1, 2, 3. Sag mal, wenn das so weitergeht, flieht es gleich. Oh. Oh. Komm schon. Bleibe endlich in den Hyperball drin. 1, 2. Ist das euer Ernst? Ist das euer verdammter Ernst? Oh nein, wenn das so weitergeht, fliegt es ja wirklich noch. 1, 2, 3. Oh, wieso? Es ist legendär. Wir haben es besiegt. Da sollte es doch jetzt auch mal drin bleiben. Es ist geschwächt. Naja, höchstens vielleicht so weit geschwächt, dass wir es fangen. Oh, verdammt nochmal. Jetzt habe ich schon wieder gegen das Mikro geworfen. 1, 2, 3. Oh, jetzt halt mal den Rappel. Und es wird immer später, immer später. Ja klar. Für Flixbein hat es geklappt. In was für ein Universum denn? 1, 2. Gut. Wo ich jetzt nicht mal 3 gesagt habe, da ist Zapdos endlich mal reingekommen in den Pokéball. Gut. War zwar ein bisschen dämlich jetzt mit den Erfahrungspunkten, aber hey, wir haben Zapdos gefangen. Noch in diesem Part. Gut. Zapdos, das Elektroflug-Pokémon. Dieses legendäre Vogel-Pokémon erscheint, wenn sich der Himmel verdunkelt und Blitze unablässig herunterdonnern. Schön. Schön, schön. Wir haben es geschafft. Zapdos gefangen. Was sagst du dazu, Pikachu? Ah, total baff. Shikara kann kaum glauben, was gerade geschehen ist. Ja. Wir haben das legendäre Vogel-Pokémon Zapdos gefangen. Und damit würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn wir dann, ja, hier und da ein bisschen kämpfen werden. Bis dann und ciao, sagt euer Phantom Heart. Ciao.